Du bist gerade in einer finanziellen Krise oder du weißt, dass du aufgrund eines Vorhabens vielleicht in eine Krise kommen wirst, dann gibt es hier in Deutschland dafür auch die Grundsicherung. Und ich zeige dir heute 4 Anwendungsbeispiele, wie du dieses Programm für dich nutzen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Wir begleiten jedes Jahr bundesweit mehrere hundert Unternehmen dabei, durch die verschiedenen Phasen zu gehen. Und manchmal sind es auch Krisenphasen oder Gründungsphasen und das Geld für die privaten Kosten zu Hause ist knapp und deshalb gibt es dieses Förderprogramm. Das erste Fallbeispiel ist, dass du keinen ALG-1-Anspruch hast. Das heißt, du hast entweder zu kurz einbezahlt in die Arbeitslosenversicherung oder gar nicht, bist Selbstständiger. In diesem Fall kannst du immer Grundsicherung beantragen. Klar natürlich müssen die Voraussetzungen stimmen. Das heißt, du darfst nicht 1 Million am Bargeld unter dem Kopfkissen haben oder mehrere andere Werte und eine viel zu große Wohnung. Das wird normalerweise reduziert nach den gesetzlichen Kriterien. Die Ausnahme ist, wenn es Krisen gibt, wie zum Beispiel in der Corona-Krise, dann kann auch mal der Vermögensfreibetrag gestrichen werden oder auch die Quadratmeterbeschränkung aufgehoben werden. Die zweite Möglichkeit ist, dass du vielleicht noch ALG-1-Anspruch hast, aber der Leistungssatz ist so niedrig, dass du im Verhältnis zum Bedarfssatz beim Jobcenter im SGB-II-Gesetz noch eine Lücke hast. Und diese Lücke zwischen Bedarf und ALG-1, die kann aufgestockt werden um ALG-2. Das heißt, du hast dann auf der einen Seite einen ALG-1-Bescheid und noch für die Grundsicherung einen ALG-2-Bescheid. Die dritte Möglichkeit ist nun, dass du Selbstständiger bist und du normalerweise mit deinem Umsatz deine privaten und betrieblichen Kosten decken kannst. Und wenn es jetzt aufgrund einer Krise oder Veränderungsphase dazu kommt, dass der Umsatz einbricht und du kannst deine privaten Lebenshaltungskosten nicht mehr entnehmen, dann hast du auch Anspruch auf Grundsicherung und kannst den Antrag nach SGB II beim Jobcenter stellen. Die vierte Möglichkeit ist, dass du ALG II bekommst und nun neu gründest, also in den Vollerwerb entweder wechselst von Nullerwerb auf Vollerwerb oder von Nebenerwerb auf Vollerwerb. Dann kannst du, wenn du ALG II hast, das für 6, 12, 18 bis zu 24 Monate und länger auch nebenbei beantragen. Allerdings ist es so, dass je höher deine Gewinne sind, desto niedriger werden die Zuwendungen. Du hast einen Freibetrag von 600 Euro an Gewinn, mindestens im Halbjahr. Und alles, was deutlich darüber hinausgeht, wird natürlich nach einem Zeitraum von 6 Monaten rückwärts wieder abgerechnet. Das heißt, wenn du auf einmal 6.000 Euro Gewinn hattest, dann kann es sein, dass du 5.400 Euro zurückbezahlen musst im 7., 8., 9. Monat. Aber unterm Strich, und das ist gut, da hast du immer gleich viel Geld in deinem privaten Portemonnaie. Das heißt, deine Miete, deine Lebenshaltungskosten, deine Krankenversicherung sind immer gedeckt. Und das Ziel ist, dass das Jobcenter dich mit der Grundsicherung unterstützt, solange bis du ein tragfähiges Unternehmen hast. Wenn du hierbei Unterstützung brauchst bei der Antragstellung, egal in welcher Phase du bist, gerade als Selbstständiger ist es so, dass du auch noch zusätzliche Dokumente wie EKS neben dem ALG-2-Antrag ausfüllen musst, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater sind unter anderem auch darauf spezialisiert, die Förderanträge so richtig zu stellen, dass du möglichst wenig zurückzahlen musst und dass du außer der Grundsicherung darüber hinaus vielleicht noch weitere Zuschüsse beantragen kannst. Aber wir bieten nicht nur ein kostenfreies Erstgespräch an, sondern wir sind auch zertifiziert für diverse Beratungsfördermittel. Das heißt, auch wenn wir dich dabei unterstützen, diese Anträge richtig zu stellen, können unsere Beratungskosten zwischen 50% bis 100% vollständig gefördert werden. Auch indirekt über die Grundsicherung. Dafür nutze nun das kostenfreie Erstgespräch, aber gerne bewerte auch unser Video jetzt mit Daumen hoch, abonniere unseren Kanal und empfehle uns gerne weiter. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.